Okay, Dog Meat, du schickst mich hier durch die Hölle. Was ist los? Ich Worauf brauche wartest deine du? Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Geh weiter! Dog Meat! Ich gehe einfach mal voraus. Ah, ich muss doch wieder nach Hinweisen suchen, alles klar. Wie, jetzt doch da unten, oder was? Nee, Moment. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Hä? Ach Quatsch, unten ist das. Ja, ich komme ja schon. Brauchst nicht jaulen, Junge. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Boah, wie weit geht's denn hier runter? Okay. Lagerfeuer aktivieren. Geht nicht. Na, sieh mal einer an. Oh. Gwinnett Stout, Ah. sein Lieblingsbier. Woher weißt du das? Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Na, super. Mal schauen, was uns nächstes auf uns wartet. Oh. Hoffentlich Kellogg und nicht schon wieder irgendjemand, irgendwelche Supermutanten oder so. Die Munition für die Knarre geht mir auch zur Neige. Ich glaube, ich muss mich bald von der Knarre verabschieden, leider. Ach. Da sehe ich doch direkt den nächsten Kauz. Och. Nice. Ich hätte ja jetzt vieles erwartet, aber wilde Ghoul hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Die sind jetzt nicht so krass, ne? Schöpfkelle, Metall. Na, bis, zack, ich loot einfach alles. Ich loote mal so ein bisschen mehr. Alter. Leck mich am Arsch. Oh. Oh, Red. Und ich esse gerade mal was. Hier, ich esse sogar beide. Legendäre. Ach du Scheiße. Alter, treff doch wenigstens. Alter! Der trifft ihn nicht. Was hat er dabei? Scharfschützengewehr. Was? 13 Schaden? Willst du mich verarschen? Sollen. Das soll ein Scharfschützen. Ich nehme es einfach mit. Einfach nur, weil es von Legendary ist. Vielleicht war die Waffe vorhin auch wegen Bullshit, das weiß ich gar nicht so genau. Silber. Plastik, Zahnbürste. So, ein legendärer Ghoul also. Da sehe ich doch direkt schon wieder einen. Okay. Oh, oh. Der ruckelt schon wieder ein bisschen. Hä, wo... Wo ist der? Ich habe doch gerade noch einen gehört. Ich könnte natürlich jetzt hier auf Plünderungstour gehen, aber das mache ich mal lieber nicht. Denn... warte. Ich will gerade erstmal meine Ausdauer aufladen. Davon ist ja schon wieder irgendwas.
Und das Wetz ist etwas, was ich gerade sehr gut gebrauchen kann. So, was ist das? Anwendung extrem. Was haben wir denn hier? Och nee, nicht schon wieder. Oh. Krass. Nice. Ich weiß nicht, wie das jetzt geklappt hat, aber ich weiß, dass... Oh, da hinten ist noch einer. Und ja, ich weiß, Dogmeat war gerade verletzt, aber das, wie ihr seht, das ist er jetzt schon wieder nicht mehr. Ist eigentlich Verschwendung, dem Dogmeat zu heilen mit Stimpaks, weil... Außer... Oh, ja gut, außer vielleicht jetzt, ich weiß es nicht. Wo ist... Alter. Alter. Warum sehe ich meine Waffe gerade nicht? Jetzt sehe ich sie wieder. Der heilt sich von alleine und er ist auch unsterblich. Und die Musik ist gerade ziemlich laut. Da wird sie leiser, wird sie wieder laut. Okay, also. So. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ach, wirklich. Das ist also ein Synth. Sag mir einfach, wohin Kellogg gegangen ist, Blechbüchse. Identität des Angreifers, Kellogg. Oh. Mhm. Ja, und? Du weißt also nicht, wohin er gegangen ist? Aha. Ah ja, gut. Dann weiter. Alright. Let's go. Nicht querfeld ein, Dogmeat. Ach komm. Ja, wir müssen schon weiter, oder? Er ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Nein, Moment. Ich renne immer. Das ist echt ein Reflex bei mir irgendwie. Oh, was sehe ich denn da hinten? Ach so, das sind nur Wolken. Alles klar. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie... ich sehe gerade, ich habe kaum noch Munition. Das heißt, ich nehme mal diese schöne Knarre hier. 999 Schuss. Ist das das Maximum oder was? Krass. Mhm. Neblisch. Wo sind wir hier? Das riecht doch schon wieder so stark nach Supermutanten, ey. Boah, das riecht so stark nach Supermutanten. Oder nach irgendeiner Hexe, aber ich glaube, erstes wird es vermutlich eher treffen. Na, guck mal. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Und hier die Aussicht über eine Autobahnbrücke, die keiner kennt. So, Dogmeat. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Ah. Ja. Ach so. Geht schon weiter. Moment. Ich mache immer den Fehler zu sprinten hier. So. Also gut. Oh. Sehe ich was? Ach, Blähfliegen hier. Ach komm, wenn die mich nicht angreifen, dann greife ich sie jetzt auch nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Blähfliegen sind echt nervig. Fort Hagen. Abgeschlossen. Oh. Sieh nach Dogmeat, alles klar. Sind Haben wir es geschafft? Ist er da drin, mein Junge? Wir haben es geschafft. Bereit, mich zu begleiten? Ja, 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 ja. Hätte ich auch ganz gerne, weil ich gerade keinen Begleiter habe. Komm schon. Folgen, alles klar. So.
Wo ist denn Doc mit jetzt? Hä? Ja, komm. Folgt ihr mir? Dogmeat. Boah, Dogmeat. Komm. Hey. Hier drüben. Ja. Okay. Wie geht's dir, Kumpel? Holen? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Gegner? Gegenstände? Behälter? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Cool. Na, ist schon okay. So, dann suchen wir mal einen Eingang. Ich hoffe, dass Doc mir jetzt auch wirklich folgt. Ich denke aber schon. Das riecht mir nach Gegnern. Ja, ist ja gut. Habe ich doch gesagt. Nice. Ach, guck mal, da kommt der Loot direkt runtergefallen. So lobe ich mir das. Noch einer. Alter, diese Geschütztürme, ne? Komischerweise hat er mich jetzt gar nicht angegriffen. So, das ist nur der andere, ne? Ja, das ist der andere. Gut, speichern. Ach. Der kann gar nicht hierher schießen, ne? Denke ich. Kann ich den jetzt auch... Huch. Ja, muss ich halt so machen. Ja, das war sehr schlau, aber hat mir irgendwie auch keinen Schaden zugefügt, glaube ich. Alter! Alter! Ich nehme mal das hier. Boah, Alter. Da ist ja noch einer. Meine Fresse, der weiß sich so zu verteidigen offensichtlich. Aber das reicht nicht aus für mich. Bitches. So, einmal darüber. So, alles klar. Wie sieht es denn jetzt vom Inventar her aus? Nein! Wir haben Dogmeat. Alter, was? Warum? Warum ist das jetzt schon so voll? So, bevor ich da reingehe. Zack. So. Nee. Okay. Ja, alles klar. So, Moment. Hier. Ach, haben wir den schon gelootet? Ach, ich glaube, das war der erste, ne? Da ist noch. Den habe ich aber nicht. Dogmeat. Wo ist Dogmeat? Alter. Stimmt, wo ist denn der? Ja, lass mich doch darüber. Oh Mann. Ja, Dogmeat ist nicht hier. Was soll das? Ich brauche Dogmeat. Ja, das weiß ich. Das merke ich schon, dass ich zu viel trage, ne?
Also einmal hier rüber kraxeln. Ach, Menno. Dauert Gott sei Dank gar nicht lange. Und zieht das Let's Play auch gar nicht in die Länge. Ganz und gar nicht. Das ist das Spannendste, was es nur gibt. Also, echt, es passiert gerade so viel. Da gib mir einer ab hier. Wenn er jetzt nicht hier ist, ne, dann, er ist da. Warum ist der hier? Warum wartet er da? Hallo, Dogmeat, was soll das? Handel. So, Schrott. Zack. So, das hat jetzt allerdings nicht sehr viel ausgemacht. Waffen. Oh, Planke. Ach so, das ist eine Waffe. Splittergranate, ja. Brauchen wir nicht. Die, ja, brauchen wir gerade eigentlich auch nicht. Die lege ich mal ab. Alles klar. Leuchtpistole. Ach, hier Kleidung. Gammler-Outfits. Sonst habe ich da auch nichts. Hä, wo kommt denn da wieder das ganze Gewicht her? Sind das jetzt nur meine Waffen gerade? Und die Kleidung, die ich dabei habe? Aufgepasst. Ja, was? Ja, folgen! Zu mir. Alter. Gehen wir. Komm mit. Komm mit, Junge. Junge. Okay. Das ist irgendwie buggy jetzt mit dem Dogmeat, hm? Oder? Oder folgt er mir? Nee! Der folgt mir nicht! Warum folgt er mir nicht? Dieser Hund, dieser Hund. Ich schmeiß den. Aber irgendwie ist er gerade. Komm mit, Junge. Ich mag den Hund ja sehr gerne. Ich mag Dogmeat. Ich liebe Dogmeat. Aber. Das ist trotzdem doof. Auch wenn Dogmeat dafür sicherlich nichts kann, sondern irgendwie das Spiel. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Irgendwie stimmt da was nicht. So, da hinten. Nein! Boah! Alter, ich bin gesprungen! So. So, aber bevor ich da reingehe, mache ich erstmal eine Aufnahmepause und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Fallout 4. Und wir stehen immer noch hier vorm Eingang von Fort Hagen, in dem uns wohl der Herr Kelloggs, ne, der, weißt du schon, der hier die Frühstücksterialien gemacht hat, ne, der steht uns hier jetzt entgegen. Okay, kleiner Scherz. Und jetzt aber wird's ernst, denke ich. Ich glaube, das wird keine sehr freundliche Begegnung. Vor allem unsererseits. Ist ja auch verständlich. Wir wollen natürlich unseren Sean finden. Und wenn der jetzt da drin ist, es wäre natürlich super, wenn der kleine Sean da drin wäre. Aber ich glaube, so einfach wird's dann doch nicht sein. Und ich glaube, das ist auch der falsche Mann. Ich glaube nicht dran, dass das der richtige ist. Dogmeat ist immer noch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich in der neuen Folge sind, das wird sich noch rausstellen. Dogmeat, ach nee, Dogmeat ist jetzt hier. Sensor, der war ja... Feindliche Präsenz. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Da hast du recht. Ja, komm, ein Red kann ich, glaube ich, verkraften.
Was war das gerade? War das ein Roboter oder war das irgendein Gerät? Erste Hilfe, entsperren, okay. Das hatte ich ja noch gar nicht. Nein. Geschafft. Lohnt sich aber. Redaway und Stimpak immer Hallo. Gerne. Ist das... Das ist ein Synth, oder? Ich glaube, das ist ein Synth. Warte. Hier, Waffen. Ach so, Kampfgewehr habe ich ja nicht mehr so viel, ne? Ach komm, ich nehme mal die 10mm, glaube ich. Die benutze ich auch sehr gerne. Ich habe mich getäuscht. Ich habe noch ein Auge. Es sind Synths. Was haben die für coole Waffen? Institutgewehr. Was? Wo? Pass auf. Institutpistole, 15 Schaden. Institutgewehr. Das probiere ich mal aus. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Tarnfähigkeit? Oh. Anweisung von Kellogg erhalten. Eindringling vernichten. Ja, wo? Oh. Wo, hey, wo kommt ihr denn jetzt her? Woher? Hab nur geschaut, wie viel ich noch tragen kann. Wo sind sie denn hin? Ja, wo bist du denn? Wahrscheinlich da drin, oder? Nee. Oh. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Dogmeat. Okay, pass auf, was haben wir hier? Stark. Ach, guck mal, geil. Protektorensteuerung, ja, nice. Persönlichkeitsmodus auswählen. Okay, cool. Standard, U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug. Jawohl. Okay. Okay. Aktivieren. Zugriff auf Kapsel. Oh oh. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich mal vom Acker machen. So, ich mache mich natürlich vom Acker. Ich denke, da wird die jetzt vermutlich plätten. Hervorragend. Aber da sind ja noch welche. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht zu mir kommt. Nee. Oh, okay, die kämpfen da. Super. Moment, der ist hier, oder? Alter Schwede. Der geht ganz schön ab, ey. Haben sich durchgesetzt.
Oh, automatisch. Der greift ja normalerweise auch mich an, ne? Und das war jetzt irgendwo da hinten. Ich verstehe das nicht. Warum? Wie kann das hier hinten noch... was sein? Nee, ich glaube, das ist unter uns. Achso. Nuka-Cola brauchen wir nicht. Gibt uns zwar Glas, aber ich bin gerade nicht so auf Plündern aus. Es ist gerade sehr gefährlich hier, deswegen ich speichere nochmal. Ich hoffe, dass ich das wieder deaktivieren kann. Huch. Nee, hä? Benutzen. Protektoren-Steuerung. Also, Einheiten abschalten. Okay. So, jetzt dürfte da eigentlich niemand mehr angreifen, ne? Ach, da ist er ja. Ah, du bist ganz schön gefährlich, weißt du das? Schütze und Biene. Du vernichtest einfach nur alles, was dir in die Quere kommt.